Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh Mann, dieses Video sollte eigentlich gar nicht online kommen, aber ich muss einfach ein paar Sachen loswerden. Ich habe die ganze Zeit meinen Mund gehalten, aber irgendwann reicht es mir auch und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Takte sagen, ein paar Sachen sagen. Ich werde sehr oft gefragt, ob ich einen Freund habe. Ja, aber es ist nicht Mike, weil ich das auch sehr oft gefragt werde, ob ich mit Mike zusammen wäre. Und ganz klar, ich war noch nie mit Mike zusammen, ich bin nicht mit Mike zusammen und ich werde auch nicht mit Mike zusammen kommen. Und ich habe nicht mal großen Kontakt zu Mike. Ich sehe Mike, wenn wir, weil wir halt das gleiche Management haben und wenn wir auf irgendwelche Events sind, dann ist klar, dass wir uns da sehen und dass wir miteinander reden, weil wir uns auch wirklich gut verstehen, aber wirklich nur als Freunde. Und wie gesagt, ich habe einen Freund, ich bin glücklich. Und nein, ich werde ihn nicht zeigen, ich werde keine Videos mit ihm drehen. Er möchte das nicht und ich möchte das auch nicht und ja. Und dann gibt es dann noch was. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen bei Snapchat und Instagram Story gepostet, dass ich mich verbrannt habe. Habe euch das auch gezeigt. Und jetzt wird mir vorgeworfen, dass ich doch euch anlüge. Es wäre ja keine Verbrennung, es ist nämlich ein Knutschfleck. Also ich blende euch das Bild jetzt mal ein, dann könnt ihr selber mal eure Meinung jetzt dazu bilden, ob so ein Knutschfleck aussieht. Also... tut mir leid. Nein. Oder zum Beispiel poste ich morgens ein Snap, wo man eine Decke sieht und mache so eine Sonne und so ein Herz. Das wäre ja auch total arrogant, weil wie kann ich sowas denn posten? Das heißt ja, dass ich vor dem Snap dann Geschlechtsverkehr gehabt hätte. Leute, jetzt mal ohne Witz. Erstens. Es ist mein Privatleben. Zweitens habe ich einen Freund. Und drittens, ich bin keine 14 mehr. Ich bin 18 Jahre alt. Ich werde jetzt 19. Und ich kann machen, was ich möchte. Ich kann machen, was ich will. Ich kann reisen, wohin ich möchte. Es ist egal. Keiner kann mir irgendetwas sagen. Keiner kann mir irgendetwas verbieten. Weder noch meine Mama, weder noch mein Papa. Niemand. Ich glaube, manche haben echt noch nicht verstanden, dass ich 18 bin oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, manche denken wirklich noch, ich bin so 14, 16. Wenn ich jetzt von zu Hause, mache ich natürlich nicht, aber wenn ich jetzt von zu Hause einfach abhauen würde und meine Mama möchte, dass ich wieder zurückkomme, ruft zum Beispiel die Polizei und sagt, ja, ich möchte gerne meine Tochter wieder zurückhaben. Polizei findet mich und sagt, ja, ihre Mutter, bla bla. Dann kann ich sagen, nein, ich werde nicht mitkommen. Die Polizei kann mich nicht zwingen mitzukommen. Warum? Weil ich alt genug bin. Ich darf machen, was ich möchte. Und das meine ich, würde ich natürlich niemals machen. Ich liebe meine Mama und ich würde niemals einfach weggehen oder sonst irgendwas. Aber das war jetzt ein Beispiel, damit das mal einige vielleicht mal hier drinne verstehen. Meine Community kann mich gerne unterstützen. Ich freue mich über jede Unterstützung. Und ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr mich so unterstützt und dass ihr so viel postet und eure Seiten, das ist einfach so mega süß oder euch zu treffen. Ich liebe es einfach. Ich liebe es, euch zu treffen, euch in den Arm nehmen zu können und keine Ahnung, mit euch quatschen und ich liebe es einfach. Es ist natürlich kein Knutschfleck gewesen, aber wenn es einer wäre, ich wüsste nicht, was daran schlimm wäre und ich wüsste auch nicht, was das mit Arroganz zu tun hat. Also, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich das auch einfach nicht. Dann erklär mir das, erklärt mir das, ich weiß es nicht. Aber ich sehe da keinen Sinn drin. Vor allem, es kann doch nicht sein, dass man jedes Mal einen Fehler an mir sucht, nur damit man irgendwas über mich so zu meckern hat, zum Haten, keine Ahnung. So viele warten darauf, dass ich irgendetwas falsch mache, dass ich irgendetwas poste, was... wow, was direkt so, oh nein, als ob ich einen Menschen umgebracht habe. Ich wollte es einmal klargestellt haben und ja, ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich finde das alles ein bisschen, weiß ich nicht, man kann es auch übertreiben. Kein Mensch ist perfekt und ihr Hater da draußen, ihr seid auch nicht perfekt. Deswegen braucht ihr gar nicht zu haten, weil ihr habt genauso eure Fehler und baut auch Scheiße oder keine Ahnung was. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der perfekt ist und deswegen. Und das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Und ihr könnt mir ja gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hier könnt ihr mich abonnieren.
Hier sind zwei meiner anderen Videos und danke fürs Zuschauen, danke auch fürs Zuhören, danke an alle, die dran geblieben sind und sich das angehört haben. Und ich wünsche euch einen super, super, super schönen Samstag und wir sehen uns dann Mittwoch wieder. Tschüss!